und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir überlegt, dass ich euch heute mal bei meiner Abendroutine mitnehme. Also ich nehme euch einfach jetzt den Rest des Tages mit. Wir haben gerade 4 ungefähr. Ich dachte mir, ich fange die Abendroutine vielleicht so ein bisschen früher an, damit ich euch auch noch ein bisschen was zeigen kann, weil ich fand es irgendwie unsinnig, wenn ich jetzt erst um 8 oder so anfange. Und ja, deswegen nehme ich euch jetzt auch beim Rest von meinem Nachmittag mit. Allerdings wird da eh nicht mehr so viel passieren. Und ja, heute Abend nehme ich euch dann einfach so bei meiner Routine mit. Das ist jetzt eine Routine, wenn ich mich nicht mit Freunden treffe. Ich würde sagen, ich treffe mich die Hälfte der Zeit unter der Woche abends mit Freunden und die andere Hälfte bin ich daheim. Ich werde mich jetzt gleich fertig machen und ins Gym fahren. Und ich würde sagen, let's go. Ich habe mich gerade dazu entschieden, dass ich jetzt erstens mal meine ganzen Pflanzen auf den Balkon gießen werde, weil ich habe Angst, dass sie sonst austrocknen. Und ich versuche wirklich, mir viel Mühe zu geben, diese ganzen Pflanzen am Leben zu halten. Deswegen werde ich das jetzt als erstes machen. Und ich habe tatsächlich gerade sogar überlegt, ob ich mich lieber nicht noch eine halbe Stunde raussetze und was lese. Weil wenn ich jetzt schon ins Gym fahre, bin ich mehr so viel von dem schönen Tag heute. Und es ist richtig schön warm. Deswegen ja, ich guck mal. Aber ich gieße jetzt erstmal mit meinem aufgefüllten Wasser. Also ich habe mir gerade so ein bisschen Gemüse aufgeschnitten. Ich war nämlich vorhin schon mit einer Freundin Eis essen, deswegen wollte ich jetzt nicht noch was Großes und Richtiges essen. Paprika, Tomate und Gurke. Und dabei lese ich jetzt hier mein Buch, das heißt The Backup Man. Ist bisher ganz okay. Ich bin nicht ganz überzeugt, aber ich weiß, ich habe auch noch ein bisschen was zum Lesen. Also ich glaube so 200 Seiten fehlen mir noch. Also ja. Also ich habe mich jetzt fertig fürs Gym gemacht. Ich habe meine Leggings an, dann mein Oberteil. Ich mag das eigentlich voll gerne. Ich habe es mal im Outlet irgendwann gekauft. Das ist so von Nike. Und yes, ich bin jetzt ready, nicht mal wieder ins Gym zu gehen. Ich freue mich eigentlich sogar schon drauf. Okay, ich bin jetzt hier vom Gym daheim und ich habe leider im Gym nicht so viel mitgefilmt, weil irgendwie war es voll unangenehm. Es waren nämlich mega viele Leute da, aber ja, egal. Ich bin jetzt wieder daheim und ich habe jetzt festgestellt, dass ich richtig schnell noch zum DM fahren muss, weil da macht ja schon um 8 zu und wir haben jetzt schon 7. Das heißt, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich werde nämlich unbedingt Fotos ausdrucken beim DM und ich brauche so ein, zwei andere Sachen noch und ich muss auch noch zum Rewe und ein paar Sachen für mein Abendessen holen, weil ich nicht mehr so viel Essen da habe. Das heißt, dann nehme ich euch jetzt auch dabei mit. Okay, ich habe mir jetzt mal ganz kurz einen Pulli drüber gezogen, weil duschen gehe ich erst danach, sonst schaffe ich das nicht mehr. Ich habe jetzt meine ganzen Fotos schnell noch auf mein Handy übertragen, weil die waren noch auf meinem Laptop. Und yes, dann gehe ich einkaufen noch schnell, damit ich was zu Abendessen habe. Spektakulär viel geworden oder irgendwas Spannendes, aber ich dachte mir, why not, wenn ich jetzt schon einkaufen war. Also einmal habe ich beim DM meine Fotos ausgedruckt, das zeige ich euch aber eh nachher nochmal genauer, weil ich ja nachher mein Fotoalbum weitermache. Darüber möchte ich aber eh nachher nochmal genauer sprechen, deswegen sage ich da jetzt nicht so viel dazu. Dann habe ich beim DM noch Vaseline gekauft und als letztes vom DM habe ich mir so einen Riegel gekauft. Der ist von Leben Pur, das ist der Organic Raw Bar Brownie Riegel. Und ich dachte mir, ich probiere den mal nachher mit euch zusammen, weil ich habe den bei Celine Bethmann gesehen. Und die hat gemeint, dass der richtig gut schmecken soll. Und jetzt bin ich natürlich ein bisschen skeptisch und neugierig, deswegen, ja, probieren wir den mal. Ob der wirklich nach Brownie schmeckt, mal gucken. Dann beim Rewe habe ich auch nur 3 Sachen mitgenommen. Einmal Schnitzel, das ist so diese veganen Mühlenschnitzel, weil die waren im Angebot. Und ich hatte irgendwie die Idee, dass ich mir so eine Art Chicken Alfredo mache. Nur halt mit einem Mühlschnitzel statt Chicken. Habe ich mir noch Croissant dafür mitgenommen. Ich liebe tatsächlich Popcorn. Habe ich mir das Popcorn mitgenommen. Und das ist rosa, deswegen fand ich das so richtig cool. Ja. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt mal an zu kochen. Und mein iPad schaut ein bisschen Serien nebenbei. Und machen wir bis zum Abendessen. Und dann freue ich mich echt drauf, gleich dann nachher duschen gehen zu können. It's okay to meet me.
Alright, Dinner ist ready. Ich bin super gespannt, wie es schmeckt. Ist so ein bisschen eigene Kreation, also ein bisschen Freestyle. Aber es ist so leicht inspiriert an so generell Chicken Alfredo, also einfach so Nudeln mit Sahnesoße. Hat nur so Tomatenkäse rein und halt oben drüber dieses Schnitzel, dieses vegetarische. Okay, Freunde, ich hoffe, das Licht ist okay. Ich sitze gerade an der hintersten Ecke von meiner Küche gefühlt. Und ich glaube, es ist ziemlich dunkel. Ich hoffe, euch stört es nicht so krass. Aber the time has come. Ich probiere jetzt diese Riegel. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Ich habe irgendwie, muss ich ehrlich sagen, schon hohe Erwartungen jetzt. Okay. Also, der Riegel schmeckt an sich jetzt nicht schlecht. Also, der schmeckt halt wie so ein Proteinriegel vom Dings her. Ich weiß aber gar nicht, ob das überhaupt ein Proteinriegel ist, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich weiß, warum der so schmeckt, wie der schmeckt. Der schmeckt so, weil er Datteln drin hat. Wäre jetzt nicht mein Favorite. Der hat auch mega viel Zucker drin. Ne? Der hat 43 Gramm Zucker auf 100 Gramm und das sind 50 Gramm ein Riegel. Gut, ich weiß jetzt nicht, was für eine Art von Zucker das ist, weil hier steht, dass der mit Datteln gesüßt ist. Ich muss nochmal weiter probieren, um es genau beurteilen zu können. Komplett nass. Ich habe auch immer so Probleme, meine Haare durchzukämmen nach dem Duschen. Ich nehme dafür mal so dieses Gliss-Core-Ding und sprühe mir das halt so in die Haare überall rein. Da ist auch Hitzeschutz dabei, das ist ganz nice. Ich kann euch ja mal zeigen, was ich immer, also ich mache wirklich nicht viel Produkt in die Haare, immer nur dieses Gliss-Core-Ding. Und was ich noch immer in die Haare mache, ist das hier, das ist so ein Haaröl. Das mache ich auch immer in meine nassen Haare, also wenn die noch nass sind. Da mache ich halt immer so einen Pumpstoß rein und dann gebe ich den halt immer so nur in die Spitzen. Aber gerade wenn die Haare nass sind, ist das ganz heiß. Ich werde jetzt mein Haar föhnen und dann bin ich hier. Also ich habe mich jetzt in ein bequemes Outfit geschmissen. Ich habe mir einfach so eine Jogginghose und halt ein T-Shirt bzw. einen Top angezogen. Und ich habe hier überall meine Lichter angemacht, damit es so richtig schön cozy ist. Ich kann euch ja mal hier so zeigen, wie es aussieht. Also das sind meine Scrapbooks. Das ist 2019, 2020 und 2021. Ich bin mir eigentlich gerade voll sicher, dass ich die euch schon mal gezeigt habe. Ich will jetzt auch nicht so detailliert darauf eingehen. Falls ihr kreativ seid und ihr gerne so kreative Sachen macht, kann ich euch das übrigens nur empfehlen. Ihr müsst es ja nicht so aufwendig machen wie ich. Also ich gebe mir da schon immer krass viel Mühe bei meinen Scrapbooks. Aber ja, also so sieht zum Beispiel 2019 aus. Und so sieht 2020 aus. Also die Covers habe ich auch alle selbst gemacht. Und so sieht jetzt 2021 aus. Und ich habe mir halt immer irgendwie so kreative Deckblätter überlegt. Ich kann euch ja mal zeigen aus dem, was so meine Favorite-Seiten jetzt waren. Also zum Beispiel das hier ist so einer meiner absoluten Lieblingsseiten geworden. Oder die hier fand ich auch ganz cute. Aus 2020 zum Beispiel finde ich die Seite richtig schön. Auf jeden Fall habe ich ja 2019 gemacht, 2020, 2021 und jetzt kommt halt 2022. Ich wollte es auch schon längst anfangen. Ich meine, wir haben ja immerhin schon Mai, aber ich kam halt irgendwie gar nicht dazu. Und jetzt habe ich aber endlich die ersten Fotos für Januar und so gekauft. Gekauft, ausgedruckt wollte ich sagen. Die werde ich jetzt machen. Ich habe hier von DM so ein Fotoalbum, die kosten immer so 4-5 Euro, glaube ich. Ja, und ich habe, wie gesagt, auch schon Fotos ausgedruckt bei DM. Ich fange jetzt erstmal an und schneide die Fotos alle aus. Also ich mache immer, bei DM gibt es so Mini-Bilder und da kann man dann immer 2 Stück auf ein Foto packen. Und die haben meiner Meinung nach die perfekte Größe. Deswegen schneide ich jetzt erstmal alle aus. Und dann sehen wir weiter. Dann zeige ich euch, was ich noch so verwende, um das Fotoalbum zu machen. Ich habe tatsächlich beschlossen, mir Türkisch für Anfänger anzugucken. Richtig
random vielleicht jetzt, aber ich habe das tatsächlich noch nie geguckt und es gibt so viele Leute, die diese Serie so nice finden. Und also ich kenne den Film, also ich habe den Film geguckt, aber halt nicht die Serie. Deswegen werde ich das jetzt tun und ich bin voll gespannt. Okay, kleines Update. Die Serie ist mega witzig irgendwie bisher. Also ich finde die Lena irgendwie voll lustig. Also wie gesagt, ich bin jetzt bei Folge 1. Aber irgendwie, keine Ahnung, finde ich ihren Vibe voll sympathisch. Ich bin jetzt gerade dabei, die erste Seite zu machen. Also ich habe jetzt alle Bilder sortiert, sozusagen nach chronologischer Reihenfolge. Also ich gucke halt immer auf Snapchat meistens dann einfach, wie das zeitlich so abgelaufen ist, weil ich weiß, ein Jahr später meistens nicht mehr so ganz, weil ich ja auch manchmal Bilder drin habe, die jetzt nicht so krass große Events waren, sondern auch so Alltagsdinge, weil ich mag das ganz gerne. Und ich sage euch jetzt mal meine ganzen Sachen, die ich hier nutze. Also einmal so ein doppelseitiges Klebeband, das ist halt voll praktisch, weil dann kann ich hier halt die immer einfach aufkleben und das geht viel schneller, viel effizienter und ist viel günstiger als so Fotoecken. Dann habe ich hier noch so ein paar Stifte, wobei ich sagen muss, eigentlich verwende ich immer nur den hier. Das ist dieser Uniball Signo Stift. Ich kaufe den immer Müller. Der ist halt richtig nice. Das ist einfach so ein weißer Gelstift, aber der schreibt halt richtig gut auch auf den Fotos und sowas. Deswegen verwende ich den immer und die anderen Sachen, das sind mehr so Textmarker und sowas, verwende ich jetzt hier spezifisch eigentlich nicht so oft. Und dann haben wir noch so eine riesen Box mit so verschiedenen Washi-Tapes und so. Also die sind auch alle schon voll alt, aber ja, keine Ahnung, die verwende ich auch schon seit Jahren und das funktioniert richtig gut. Aber das Washi-Tape kommt meistens dann immer erst zum Schluss drauf. Und dann mache ich auch noch so Sticker selbst, aber die habe ich gerade nicht da. Deswegen, ich werde jetzt erstmal hier alles aufkleben. Mittlerweile halb eins, ich bin auch so müde mittlerweile. Ich werde mich jetzt fürs Bett fertig machen. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. Okay, ich spring jetzt noch den Rest ab. Immer wenn ich duschen gehe, dann ist meistens eh schon das meiste ab. Aber so ein ganz kleines bisschen, was ist noch übrig, das schmink ich immer mit so. Also was ist immer, normalerweise habe ich immer von Garnier diese Micellenwasser, aber das ist leer, deswegen habe ich jetzt hier so Micellenreinigungstücher. Und danach nehme ich noch was anderes, danach nehme ich noch so ein Reinigungsöl, mit dem ich dann den Rest sozusagen abmache. Also ich versuche wirklich so clean wie möglich die Haut zu bekommen, weil ich habe festgestellt, ich kriege halt richtig schnell Pickel, wenn nicht so alles ab ist oder wenn ich irgendwie was vergessen habe. Und das passiert halt relativ schnell, wenn man irgendwie nur mit einem Tuch oder nur mit einem Micellenwasser abschminken. Deswegen habe ich danach noch so ein Öl. Aber das zeige ich euch gleich. Okay, also ich habe mir jetzt gerade mal so einen kleinen Dutt gemacht hinten. Und ich gehe jetzt nochmal so über mein ganzes Gesicht drüber. Und zwar verwende ich immer das hier zum Abschminken. Das ist so ein Reinigungsöl von Balea einfach. Das ist auch nicht teuer und so. Und damit gehe ich einfach nochmal so über das ganze Gesicht. Okay, mein Gesicht ist komplett clean und als nächstes Step nehme ich jetzt diese Nivea Creme. Das ist so ein bisschen random, aber ich habe es voll für mich entdeckt, weil ich richtig krass trockene Haut habe und die hilft voll. Und ich habe auf TikTok irgendwie mal auch so ein Video gesehen, wo die Leute, die das nehmen, irgendwie voll zufrieden waren und gemeint haben, so ja, das hilft voll. Ich muss auch sagen, ich habe davon keine Pickel bekommen oder sowas. Gut, jede Haut ist mega unterschiedlich. Das zweite Produkt, was ich immer nehme, ist, das ist von The Ordinary, dieses Salicylic Acid. Da ist auch überhaupt nicht mehr viel drin, also ich habe schon voll viel davon benutzt. Okay, also ich bin jetzt fürs Bett fertig. Jetzt wahrscheinlich noch kurz so Friends gucken oder so und dann vielleicht noch kurz was lesen, aber dann auch schlafen gehen, weil ich bin echt müde. Ich würde sagen, ich beende dann noch langsam das Video. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen.